Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Hallo Croc, wie geht's? Im letzten Part auf jeden Fall sind wir diesen ganzen Weg hier so über die Hebra-Westspitze hier so nach unten gelaufen und haben da alles mögliche erkundet, was da so war. Wir haben einige Crocs-Samen mitnehmen können, insgesamt 5 Stück glaube ich. Einen weiteren Hinox haben wir auch platt gemacht und wir haben auch einen Leunen entdeckt, aber noch nicht bekämpft, der dann, ich glaube, hier vorne irgendwo auf uns wartet und den wollen wir uns dann gleich jetzt in diesem Part hier da am Anfang da hinten sein, nämlich genau vorknöpfen. Ich wollte im letzten Part noch nicht ganz machen, weil sich dort Mifas Gebet und Daruks Schirm noch nicht wieder regeneriert hat, aber jetzt schon. Jetzt kann ich wieder auf beide zurückgreifen und die werde ich auch auf jeden Fall benutzen müssen wahrscheinlich, um dann gegen den eine Chance zu haben, weil es ist wieder mal ein weißer Leune und natürlich wieder mal eine mit zwei Händer, die ich am meisten hasse. Deswegen mal gucken, wie wir uns jetzt hier anstellen werden. Ich will mal ganz kurz was austesten. Ist das Gebiet vielleicht sogar nicht so ultra kalt und es reicht, wenn ich hier nur einmal Kälteschutz habe? Ne, friere ich immer noch. Okay, dann brauche ich doppelt leider. Ich werde dann wieder halt leider mehr Schaden bekommen. Ich werde trotzdem wieder Warnmaske auf jeden Fall anbehalten, dass ich selber eben mehr Schaden rausdrücken kann. Und ich werde wieder einen Verteidigungstrank nehmen, dass ich da nicht ganz so oft die Mütze bekomme. Ich habe doch wieder ein Level 3 mir gemacht, genau den hier nämlich. Das Abwehrwildgemüse. Und den nehmen wir am besten auch gleich mal. Obwohl ich werde ihn dann da jetzt benutzen, weil ich meine, der hält ja 4 Minuten und 10 Sekunden an. Und da gilt ja wirklich dann, das gilt ja wirklich auch diese Zeit. Und deswegen soll ich ihn wirklich erst dann im letzten Moment quasi benutzen, wenn es dann auch wirklich losgeht, der Kampf. So, wir nehmen erstmal am Anfang das Masterschwert, auch wenn es ziemlich schwach ist, aber trotzdem, ich nehme es da erstmal ein bisschen. Und Schild, den Königsschild, ja, passt schon. Und, war kurz Bogen. Nimm mal einen stärkeren Bogen, vielleicht. Nimm mal hier, so einen Chimärenbogen wieder. Soll ich sogar den hier nehmen, mit 44x3. Der ist sogar gar nicht mal neu, den habe ich sogar schon mal benutzt. Ich nehme mal dann den hier. Und ich nehme mal, ja, geht schon los. Und ich nehme mal dann hier, ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Eigentlich nicht, ich nehme mal normale Pfeile, weil das ist eigentlich genauso gut gegen den oder auch wie alles andere. Beschütze dich. Ist es dein Ernst? Da kommt er gleich wie so ein Verrückter angerannt. Das kann nicht dein Ernst sein. Hey, ich wollte mich doch gerade erstmal noch heilen. Das kann nicht wahr sein. Okay, ja, ich lasse mir jetzt aber erstmal noch einmal... Ich meine, jetzt werde ich ja nicht wieder durch einen Schlag sofort getötet. Also wenn jetzt wieder mit einem Schlag mich sofort umbringen kann, das glaube ich nicht. Das werden wir nicht schaffen, deswegen jetzt lassen wir es dann erstmal. So, ja, gleich wieder auch Daruk habe ich benutzen müssen. Sehr gut. Ach Gott, ey, das ist einfach schon wieder super. Aber den blöden Zeitlupen-Modus kriegt man doch auch einfach nie. Das ist echt schlimm. So, jetzt vielleicht. Komm, es ist doch im letzten. Ich kann. Noch später geht's doch nicht. Ansonsten will ich getroffen werden. Okay, aber wenigstens macht er nur die Attacke. Die ist wenigstens nett, die Attacke. Weil ich kann danach ihn immer wenigstens ein bisschen treffen. Das ist aber die beste Attacke, die ich eigentlich machen kann. Jetzt geht er wieder weg. Lass ihn mal dann gleich treffen hier. Ja, natürlich war es kein Kopftreffer. Aus irgendwelchen Gründen. Aber es dann gleich vielleicht nochmal. Sehr gut, okay. So, ich habe mir auch schon geschrieben, man sollte auf jeden Fall hier kurz vorher auswechseln. Wenn ich nämlich jetzt auf ihn drauf gehe, dann wird nämlich die Waffe auch nicht verbraucht, die ich jetzt dann gleich benutze. Das ist ziemlich cool. Deswegen nehme ich einfach halt die Stärkste, die ich habe mit 60, die Wächter-Axt plus aktuell. Ich habe übrigens ein paar Königsschwerter, wenn der gerade auf, ich soll mal ein paar von denen benutzen. Aber ich meine, ich habe halt immer das Masterschwert und das war schwächer, aber ich nehme es trotzdem irgendwie lieber, weil es halt das Masterschwert ist. Auf jeden Fall das hier nehmen und raufgehen. Und draufhauen. Und es ist ja auch egal, was für eine Waffenart ich benutze, weil mit jeder Waffenart darf ich ja trotzdem gleich häufig auf ihn draufhauen, wenn ich auf ihn drauf sitze, ne? Ich glaube schon. Deswegen sollte man da, ist auch egal, ob man einen Zweihänder oder Einhänder oder Lanze nimmt, halt einfach die Stärkste, die man hat, weil die wird eben auch nicht verbraucht. Und so kann man dann eben da am meisten anstellen. Ja, wieder mal, vielen Dank, Daruk, ich werde hier noch weiterhin intensiv benutzen müssen. Okay, wie kann ich der Wirbelattacke eigentlich ausweichen? Ich weiß nicht. Aber okay. So, dann... das Chimärenschwert hier mit 76 gleich, dass wir richtig draufballern können auf ihn. Oder mal so, ich werde mal eins von diesen Königsschwertern hier nehmen. Auch wenn es dann vielleicht ein bisschen dauern könnte. Aber andererseits, ja, das ist schon in Ordnung, das passt schon. Ich nehme mal trotzdem eins von denen dran. Hier, aber ich habe so viele von denen. Ich muss mal ein paar von denen loswerden. Er ist bald zu früh gesprungen. Okay, jetzt dann gleich werde ich hier in großer Gefahr sein, wenn ich getroffen werde. Okay, so, jetzt dann gleich schnell heilen und diesen Verteidigungstrank hier benutzen. Ja, und ich brauche auch noch ein bisschen mehr. Ich nehme jetzt mal nichts mit den gelben Herzen hier. Ich habe doch noch einiges von dem Zeug, genau. Ich nehme mal dann, weiß nicht. Hier, ich meine, ich habe ja eh schon den Abwehr, das Abwehrgedöns. Wenn ich jetzt noch obendrein das hier nehme, wie genau ist denn das eigentlich? Wird es eigentlich mein alter Effekt gecancelt für den neuen? Oder bleibt der alte? Ich glaube, der alte bleibt, oder? Das wäre jetzt ziemlich fail, wenn es jetzt so wäre, dass der neue ersetzt wird, aber ich glaube nicht. Genau, der alte. Ah, nee, es wird ersetzt. Echt jetzt? Ich dachte, der Abwehreffekt würde bleiben und der neue würde einfach gar nicht in Kraft treten. Toll. Das habe ich jetzt wieder exzellent gemacht. Jetzt habe ich meinen Abwehrtrank, benutzt. Und kann ihn gar nicht, und hab gar nicht die Wirkung davon genießen können. Toll. Ja, ich bin der Allerbeste, Leute. Ich bin der Allerbeste. Aber habe ich das auch wieder mal gelernt. Weil, wie gesagt, ich dachte eben, es wäre anders. Dann wenigstens so ein Angriffstrank. Dann ich nehme mal so ein Angriffsding dann. Ich nehme mal hier so ein Level 1 Angriffs. Ja, obwohl ich meine, ja, nee, jetzt nicht. Jetzt habe ich das Abwehrding. Ich bin irgendwie ein bisschen verwirrt, wie ihr schon merken könnt. Weil ich eben dachte, dass es anders wäre. Aber ist es offenbar nicht. Okay.
Nehmen wir das jetzt so. Jetzt ohne gelbe Herzen mit aber Abwehr Level 1 werde ich doch jetzt an einen Schlag auch überleben können, oder? Jetzt mach mal wenigstens die Attacke. Und ich konnte nicht ausweichen. Ich habe den Zeitpunkt muss ich bekommen. Ich bin so schlecht, ey. Das darf nicht wahr sein. Ah, weg hier, weg hier, weg hier. Mann, ey, diese dummen Leuen mit zwei Händen. Was? Leuen mit zwei Händen, hey. Das kann echt nicht wahr sein. Die sind viel zu stark. Ja, die sind viel zu stark, hey. Und viel zu verrückt einfach nur. Die rasten doch immer völlig aus, hey. Da kannst du gar nichts machen, hey. Ernsthaft. Toll. Da ist die nächste Heilung. Ja, ich muss ja wieder zum Glück gar nicht viel hergeben gegen den. So, jetzt. Ah, nee, jetzt macht er die Attacke wieder. Ja, okay, aber ich. Immerhin hat mein Schild. Kann mein Schild hier wirklich einiges abblocken, noch. Weil der hält wirklich einiges durch, mein Schild. Das ist ganz cool. Wie krieg ich denn da den Zeitloop-Modus? Ich hatte schon mal geschafft, bei der Attacke den Zeitloop-Modus zu bekommen. Ich weiß nicht mehr wie. Muss ich näher dran stehen oder weiter weg? Irgendwas mache ich da auf jeden Fall falsch. Das kann man irgendwie nämlich schon schaffen. Ich weiß noch nicht genau wie. Bin ich irgendwie zu blöd. Nein, nicht die Wirbelattacke. Ja, natürlich. Mann. Und Fee hergeben müssen, weil ich wieder so ein bisschen weggerutscht bin noch. Puh, irgendwie könnte ich mich schon wieder etwas sehr aufregen. Muss ich jetzt dann doch zugeben, gegen diesen doofen Leuen hier. Also gegen die Zweihänder-Leuen, da bin ich so schlecht, hey. Die Lanzen-Leuen sind so easy. Und die Zweihänder-Leuen, das sind solche... Also ich könnte da echt mich aufregen. Aber mir fällt gerade auf, das ist ja meine stärkste Waffe. Deswegen, ich werde die benutzen, ne? Weil die ist dann auf jeden Fall da besser. Weil die hat 76, genau. Okay. So. Schön draufboxen. Ist die jetzt wirklich immer noch unverbraucht? Ist sie. Sie glitzert immer noch. Genau. Das ist also ziemlich cool. Dann, da werde ich da jetzt immer das Chimärenschwert benutzen. Aber ich wechsle wieder kurz zu diesem Königsschwert hier. Oh, ne. Ja, zum Glück muss ich da echt nicht, gar nicht viel hergeben gegen den. Das darf nicht wahr sein, hey. Okay, jetzt war jetzt nur ein Herz. Ja, das Problem ist aber, dass jetzt eventuell... Ich meine, ich habe noch eine Fee, oder? ich will jetzt nicht Game Over gegen den, gehen gegen den, ne? Das ist ja klar. Ich habe noch eine Fee, ja. Ich will jetzt eigentlich die aber sehr, sehr ungern hergeben. Ne? Das muss ich halt schon mal sagen, weil jetzt stirbt der eh gleich. Okay. Mann, ey. Das kann nicht wahr sein. Diese dummen Leuen mit Zweihänder. Ich krieg da echt das Kotzen bei denen. Die kann ich so überhaupt nicht. So, her mit dem Zeug. Chimärenbogen, der ist schlechter als mein aktueller. Ja, aber ich meine, der hat ja auch 44, ist ja schon sehr viel. Ich kann mal trotzdem einen so Königsbogen wegwerfen, weil der Chimärenbogen besser ist als ein Königsbogen. Deswegen werf dann mal... nehme ich den hier? Nee, das ist ja der Falkenbogen. Ja gut, der ist auch nicht so gut. Der ist eigentlich schlechter als alle meine anderen Bögen. Er ist halt dafür anders, aber ich meine, der hat ja keine anderen Effekte. Fotografiert habe ich ihn auch schon. Deswegen dann werfe ich den weg. Nimm dann eben hier den Chimärenbogen mit. Genau. Was hat der für Werte? Der hat 32x3 mit Schnellfeuer. Ja, geht so. Nicht so toll eigentlich, aber okay. So, und das hier will ich aber auf jeden Fall auch mitnehmen. Und dafür werfe ich dann... das hier jetzt einfach weg, das habe ich jetzt immerhin schon ein bisschen benutzt. Ich hab so viele Königsschwerter, ich weiß gar nicht, wohin mit denen. Ich meine, eigentlich natürlich, das Waldschwert ist natürlich deutlich schlechter in jeder Hinsicht so ungefähr, aber es ist noch unbenutzt. Und ja, ich werfe halt trotzdem einfach jetzt hier das Königsschwert gleich. Passt schon, so, ich meine, wir haben eh so starke Waffen. Ich muss da jetzt nicht unbedingt eigentlich so großartig überlegen, was ich machen will. 78 mit Weitwurf, okay, das ist dann auch gar nicht mal so toll, weil Weitwurf ein ziemlich beschissener Effekt ist, finde ich, aber okay. Gut, haben wir das dann so irgendwie überstanden? So, ich muss jetzt dann auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig spielen, weil ich habe immer noch eine Fee, aber ich habe eben nur noch eine Fee. Und da muss ich ein bisschen aufpassen, weil Mifas Gebet habe ich ja aktuell gerade auch nicht. Und wenn ich dann jetzt dann gleich nochmal den nächsten Leuen gleich treffe mit wieder zwei Händer, werde ich vielleicht sogar absichtlich nicht gegen den kämpfen, sondern dann erst halt im nächsten oder übernächsten Part oder so, wenn ich dann wieder Mifas Gebet habe. Und mir eventuell sogar auch offscreen mal kurz ein paar Feen wiederhole, wenn ich halt hier keine treffe irgendwo, weil es mir jetzt dann noch ein bisschen zu riskant aktuell ist. Weil ich habe nämlich eigentlich keinen Bock mehr, jetzt noch Game Over zu gehen, so spät, also so spät in Anführungszeichen im Spiel. Wir haben ja immer noch quasi gar nichts geschafft, so ungefähr, in Part 156 oder was es ist. Es werden immer noch einige weitere kommen auf jeden Fall, aber dennoch, das wäre auf jeden Fall ganz cool, wenn ich halt jetzt erstmal da nicht mehr so häufig Game Over gehe. Und deswegen will ich da jetzt dann doch immer ein bisschen mehr aufpassen, weil ich meine, wie lange ist es her, seitdem wir das letzte Mal Game Over gegangen sind? Ich weiß nicht mehr genau, aber es ist schon ziemlich lange her auf jeden Fall, seit der letzte Game Over kam. Ich meine, am Anfang in den ersten paar Parts, da kam ja ein Game Over nach dem anderen, weil wir halt dort auch noch gar keine tollen Möglichkeiten hatten. Wir hatten keine tollen Heilungsmöglichkeiten, wir hatten noch nicht Mifas Gebet und Daruks Schirm, wir hatten noch keine starken Waffen, wir hatten noch keine Feen, wir hatten noch gar nichts, so ungefähr. Und deswegen sind wir da eben dann auch tausendmal gestorben. Aber jetzt halt in letzter Zeit gar nicht mehr. Und das wäre mir auch ganz recht, wenn halt ich am besten nie mehr in dem Spiel einen Game Over Screen sehen muss. Ob ich das wirklich schaffen kann, ist eine andere Frage, aber es wäre ganz schön, wenn wir das hinkriegen würden. Deswegen, ne, wir werden unser Bestes tun, oder ich werde mein Bestes tun, dass es dazu dann nicht kommen wird. Mal schauen. Ja, hier oben sind noch, da oben sind noch Bäume, sehe ich gerade. Ich will mal kurz hier nach oben gehen. Ich habe jetzt, ja gut, ich wollte eigentlich vom See mir auch noch ein bisschen was angucken. Ich wollte eigentlich noch diese Insel mir hier angucken.
Das habe ich jetzt vergessen. Und auch das Ufer dann hier. Aber das Ufer werde ich mir dann nochmal am besten. Also die westliche Seite vom Ufer. Werde ich mir dann am besten nochmal irgendwann extra ansehen. Ich will jetzt erstmal hier oben weitermachen. Vor allem dann auch in die Nähe des Schreins kommen, der ja hier irgendwo dann halt sein muss. Eventuell kann man sogar den Schrein dann schon in diesem Part machen. Und ja, ich bin mir jetzt übrigens sehr sicher, dass wir in diesem Part auf jeden Fall nicht mehr schon zu diesem Turm, den wir jetzt gar nicht sehen können, aber den habe ich mir mit Rot markiert, zu dem Turm, der da hinten irgendwo sein wird, der halt dann im Gebiet der Orni ist. Zudem werden wir in diesem Gebiet, oder halt in diesem Part meine ich, auf jeden Fall nicht mehr hinkommen, weil es auch der neuen Kampf ein bisschen gedauert hat und da ist ja auch noch ein Schrein, den wir noch machen wollen. Und wir haben noch ein paar andere Orte auch noch zu erkunden, deswegen dann erst beim nächsten Mal. Und selbst beim nächsten Mal wird es ein bisschen knapp, aber beim nächsten Mal dürften wir es schon schaffen. So. Auf jeden Fall hier ist dieser riesengroße Steinkreis oder wohl eher Steinspirale und hier fehlt ein Felsen. Deswegen müsste er dann eigentlich so rein logisch in dieser Richtung irgendwo zu finden sein. Auch wenn es komisch ist, weil ich meine, hier ist ja nicht viel. Ah, hier ist aber okay. Gut. Ist zwar jetzt nicht ganz absolut perfekt in die Richtung, wenn man vom Mittelpunkt aus. Soll ich jetzt wirklich. Ich will jetzt nicht das Chimärenschwert gegen dich benutzen. Lass mich in Ruhe. Ist zwar nicht ganz vom Mittelpunkt aus wirklich perfekt der Weg, aber trotzdem. Auf jeden Fall, da war er ziemlich in der. Auf jeden Fall schon relativ in der Richtung in der entsprechenden. Und das passt dann auch schon. Okay. Yay! Dadadum. So, sehr schön. Mal gucken, wie viele Crocs wir in diesem Part finden können. Wie gesagt, im letzten waren es, glaube ich, 5 Stück. Und das werden wir in diesem Part, glaube ich, nicht mehr schaffen, weil 5 Stück in einem Part zu finden ist schon wirklich relativ viel. Und das dürften wir in dem Part nicht mehr hinkriegen. Aber einige weitere, die wir hier mitnehmen können, wäre trotzdem ganz schön. Und da unten ist sogar schon wieder eine Quelle. Also, wohlgemerkt wieder eine heiße Quelle. Zumindest sah es gerade danach aus. Wo ich wieder geheilt werde, wenn ich da reingehe. Deswegen müssen wir mir auf jeden Fall dann auch gleich noch angucken. Am besten will ich zuerst mal das Lager machen, ne? Weil ich jetzt das gleich wieder auf die Mütze bekommen werde wahrscheinlich. Und dann ich die heiße Quelle dann auch sinnvoll gleich benutzen kann. Wo ist denn der Eingang? Da ist der Eingang. So, was sind da für Gegner? Natürlich wieder mal. Okay, ein silberner Exalfoss und ein Eisexalfoss. Und ein schwarzer Exalfoss, glaube ich. Okay, ich will am besten den Eisexalfoss mal schnell töten, ne? Bevor der mir Ärger machen kann. Dass der schon mal kein Problem mehr darstellt. Zack. So, der ist gleich mal richtig ordentlich gekillt worden. Und gegen die anderen nehme ich gleich einfach das Chimären Großschwert, will ich mir eigentlich eher aufheben. Ich nehme mal hier noch. Ich nehme mal einfach weitere Königsschwerter noch, weil ich eh noch tausende von denen habe. Und aber wieder kombiniert am besten mit Elementarsachen. Ja, ich nehme erstmal Elementarsachen und zwar erstmal hier meinen Polarstab wieder, weil ich den liebe. Also da will ich wirklich eigentlich jederzeit mal einen dabei haben, weil die sind so cool, finde ich. Ich will schon treffen übrigens. Die sind so cool, finde ich. So, zack. Oder ich meine, ich mach's am besten so, dass ich meine Exalfos-Maske aufsetze. Weil eventuell checken die das ja jetzt gar nicht. Ich meine, die dürften mich eigentlich schon gesehen haben, aber vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Und gegen den nehme ich jetzt dann mal. Ich will mal, wie gesagt, das noch ein bisschen aufheben. Ich nehme mal dann hier diesen Königsbeiner, der ist ja auch ziemlich stark. Soll ja nicht wegrutschen von mir. Ja, das ist halt ein bisschen doof, dass die dann immer wegrutschen ein bisschen. So. Jetzt hat es natürlich schon bemerkt, das ist mir klar. Dann nehme ich jetzt doch wieder die Barbarenmaske, ist dann doch sinnvoller. So, okay. Dann am besten wieder kurz den Polarstab. Zack. Okay, reicht trotzdem, sehr gut. Und dann wieder mal den Königs-Zweihänder. So, aber jetzt dürfte er nicht wegrutschen, weil da eine Wand im Weg ist. Oder? Genau, und ich kann den Zwirbler hier ein bisschen mehr machen. Und noch deutlich mehr Schaden. Rutschend weg. Deutlich mehr Schaden auf ihn draufhauen. Und stirb. Sehr gut. So, wunderbar. Da hinten sind auch noch Fackeln, die dann wahrscheinlich halt ein bisschen zum Lager von den Gegnern hinführen sollen. Aber ansonsten ist, glaube ich, da hinten nichts mehr. Das schauen wir uns gleich, dann gleich erst an. Ich will erstmal jetzt noch halt den anderen auch schnell umbringen. Ah, der dürfte kein so großes Problem darstellen. Ich mal kurz am besten gegen den Eispfeil. Ich habe 197 von denen. Viel zu viele. So. Aber ich habe gar nicht ein. Warum ich den nicht einfrieren können? Keine Ahnung. Er stirbt eh, also passt alles. So. Was kann der so? 36, ja, geht's euch nicht mal mit, weil ich gerade eh noch Platz hatte. Und da finden wir eine Feuerlanze mit mehr Haltbarkeit. Dann will ich, glaube ich, die eher mitnehmen, weil ich habe doch gerade keine mehr, oder? Die habe ich doch weggeworfen und zerstört oder sowas. Und eine Feuerlanze hier ist sehr nützlich, auch wenn es natürlich dann wir eh gleich fertig sind mit Hebra. Trotzdem ist die auch so sogar, würde ich fast sagen, besser als der Exalbumerang, weil was hat für eine Stärke hatte die? 24 und eine Lanze mit 24 mit auch noch Elementarbonus und mit mehr Haltbarkeit. Das ist schon ziemlich gut, deswegen habt ihr nämlich dann wirklich liebend gerne mit. So, lass uns mal kurz gucken. Ich will nicht auch mal kurz hier ein bisschen weiter nach unten gehen, weil hier noch so ein paar Bäume sind. Und ich will mir die ganz gerne noch ein bisschen angucken. Wo ist jetzt eigentlich der Schrein? In diese Richtung. Wo schlägt er am meisten aus? Ich glaube, ich stehe wieder drauf, kann das sein? Hier unten irgendwo ist hier ein Höhleneingang irgendwo. Ich weiß nicht, nee. Oder? Nee, okay, in diese Richtung hier.
Hä? Aber irgendwie check ich schon wieder nicht. Ja, wahrscheinlich ist der da unten irgendwo. Hier unten vielleicht? Einen wirklichen Höhleneingang kann ich da jetzt auch nicht sehen. Aber ich lasse es erstmal. Weil ich ja erstmal jetzt hier noch, wie gesagt, das hier oben noch ein bisschen weiter angucken will. Obwohl wir es eigentlich auch machen können, wenn ich dann hier nach unten fliege. Weil das will ich ja noch machen, dass ich hier noch den Weg nach unten fliege. Ne, stimmt, dann machen wir es doch so. Dann gehen wir jetzt doch einfach hier diesen Weg hier weiter, wo wir gerade sind. Und versuchen halt dann diesen Schrein hier irgendwo zu finden. Weil dann habe ich ja auch hier wieder eine Warp-Möglichkeit und das ist immer ganz gut. Deswegen doch das dann so eigentlich am klügsten. So, ist hier unten irgendwo ein Höhleneingang? Ja. Okay, und da ist er. Ziemlich sicher. So, Moment. Kurz aufspringen. Zack. Ja, intelligent. Und, da ist nur ein Felsen. Da ist er nicht. Achso, ja gut, das ist auch gut. Weil, den kann man auch sehr leicht übersehen, diesen Felsen hier mit Croc darunter. Wahrscheinlich. Genau, kann man auch sehr leicht übersehen. Deswegen bin ich da auch froh, dass ich den gefunden habe. Aber trotzdem auch den Schrein würde ich jetzt mal ganz gerne entdecken. Wo sind der jetzt? In diese Richtung. Also ich bin noch ein bisschen zu weit weg. Aber jetzt wurde das Signal schwächer. Also jetzt stehe ich so ein bisschen drauf, würde ich behaupten. Also ich glaube schon, dass der in einer Höhle zu finden ist, die ich wahrscheinlich dann eben von hier unten aus entlang gehen kann. Kann ich hier rein? Ah, okay. Ich kann ja durch diese Felsspalte sehen, dass er da drinnen ist. Die Frage ist, wie komme ich da jetzt hin? Weil da kam ich jetzt offenbar gerade eben nicht rein, weil die Felsspalte ein bisschen zu schmal war. Ja, das ist jetzt natürlich die Preisfrage. Wie ich jetzt überhaupt da reinkomme. Ich meine, gesehen haben wir ihn, wie gesagt, schon. Aber wie komme ich da hin? Weiß nicht. Nimm mal kurz wieder so ein Königsschwert, standardmäßig. So, gegen den hier mal kurz, dass der mal kurz sterben. Jetzt kann ich den natürlich hier nicht erwischen. Ach, nimm mal dann... Ach, ich hasse die Octarok so sehr. Nimm halt kurz Pfeile. So, bam. Okay. Und da komme ich da doch irgendwie rein, wenn ich mich da so ein bisschen klein mache. Vielleicht auch ein bisschen klettere. Weil da oben ist nämlich dann ein bisschen breiter, habe ich das Gefühl. Komme ich hier durch? Ja, nee, komme ich nicht. Das haben die schon mit Absicht so gemacht, dass man hier nicht durchkommt. Dass man ihn zwar sehen kann, aber halt nicht durchkommt. Ich meine, der Schrein, die Öffnung vom Schrein, zeigt ja auch in diese Richtung, hier so nach hinten. Und deswegen würde ich schon vermuten, dass dann hier hintenrum irgendwo der Eingang sein muss. Ich weiß halt nur nicht, wo. Der könnte ja auch wieder vielleicht etwas höher gelegen sein. Das weiß ich halt nicht. Hier ist auf jeden Fall noch so ein Steg und am Ende ist dann ein Floß. Vielleicht soll man auch das Floß benutzen, um dann zu dem hinzukommen. Aber ich werde dann einfach gleich am besten mein Kryo-Modul benutzen und dann gucken, ob wir da irgendwo dann gleich einen Eingang finden können. Ich werde dann auch immer ein bisschen weiter nach oben gucken, weil da solche Höhleneingänge gerne mal auch etwas höher zu finden sind dann. War ich da hinten schon mal? Eigentlich, nee, da hinten war ich noch nicht. Okay, diese Insel, also die da, die ist sogar außerhalb des aktuellen Gebietes, stimmt das? Genau, ist sie, ganz knapp. Die würde ich mir aber trotzdem gerne angucken wollen. Nein, mal dann wieder kurz das Masterschwert. Würde ich mir trotzdem gerne angucken wollen. Und diese Insel aber schon auch noch. Aber ich will jetzt eigentlich erstmal den Schrein machen, weil ich dann mich wieder hierhin zurückwarpen kann. Und das dann eigentlich ganz geschickt ist. Ich bin nur zu blöd, eben halt hier den Eingang zu finden. Aber okay, ich habe gerade was gesehen. Okay, ich kann da noch was wegspringen. Auch wenn ich jetzt... Link. Auch wenn ich jetzt eigentlich nicht glaube, dass diese Felsen da irgendwas mit dem Schrein zu tun haben. Weil die sind schon ein bisschen weiter weg. Und das wirkt ja nicht so, als wäre es dann da irgendwo ein Eingang. Oder ist da unten ein Schalter? Und der Schalter macht dann irgendwas Tolles? Oder ich meine, was sollte da ein Schalter machen? Keine Ahnung. Wir testen es einfach mal. Das, aber eigentlich sieht es eher wie eine Luftströmung aus, finde ich, die mich hier wieder nach oben zurückführt, oder? Genau, okay. Aber immerhin kann ich dann von da oben mir das vielleicht ein bisschen noch besser angucken. Ich kann jetzt mal kurz hier eben auf die andere Seite fliegen. Und schauen, ob ich hier irgendwo auf der Seite jetzt einen Eingang entdecken kann. Ja, kann ich aber nicht. Hä? Oder ist da? Kann ich es einfach nur nicht sehen? Ne, da ist keiner. Komm hier nicht rein. Hier ist noch eine. Hier sind Frostforellen. Schön. Aber. ich würde sagen, eigentlich lieber den Eingang hier finden. Für den blöden Schrein. Ist der noch ein bisschen weiter in die Richtung dann? Oder wie? Ich weiß nicht genau. Ja, ich habe jetzt auch leider, weil ich geflogen bin, leider kein Eismodul da schaffen können. Was schlecht ist, weil ich nämlich gleich dann ersaufen werde. Außer ich hole mir mehr Ausdauer oder so, aber ich glaube, ich werde einfach ertrinken. Das passt schon. Weil ich dann wieder von da oben aus starten kann. Oder komme ich hier hoch? Kann ich hier... ja, ich kann loslassen. Dann werde ich mal doch kurz hier ein bisschen nach oben gehen. Weil da oben kann ich dann vielleicht sogar stehen gleich. Hier so. Ja, nee, dann doch nicht ganz. War ich eigentlich da hinten auf der Insel schon? Auf der dürfte ich eigentlich schon gewesen sein, weil ich glaube, die haben mir schon angeschaut. Als wir da schon mal eben auf der anderen Seite hier von diesem Fluss hier ein bisschen unterwegs waren. Das dürfen wir schon gesehen haben eigentlich.
Obwohl es der blöde Eingang ist, habe ich keine Ahnung. Das ist irgendwie sehr, sehr frustrierend, finde ich. Dass wir den Schrein schon gesehen haben, weil die halt damit absichtlich diese blöde Spalte hingemacht haben. Ich aber nicht weiß, wie ich da hinkommen will. Geh mal kurz hier rüber am besten. Irgendwo hier muss doch ein Eingang sein. Das geht doch nicht anders. Oder muss ich doch von oben irgendwie... Da ist er. Oh, das ist so fies, hey. Wie man da diese blöden Eingänge immer sehen, hey. Ich meine, hier, die sind jetzt wenigstens durch Fackeln ausgeleuchtet. Aber trotzdem, das ist so gemein, hey. Mann, ey. So. Und hier dürften wir jetzt richtig sein. Ja, sieht gut aus. So. Noch ein bisschen langer Weg. Hier muss ich noch durchtauchen. Also ein bisschen müssen wir noch hier entlang laufen, aber dann gleich dürften wir den Schrein vor uns sehen können. Genau. Hier ist auch schon der Kamarahi-Schrein. Wird noch bewacht von Schleimis, aber die lasse ich mal in Ruhe. Und dann machen wir den noch gleich. Echt wieder mal voll gemein versteckt, finde ich. Sondern die Frage ist jetzt wieder mal, was das jetzt für ein Schrein sein wird. Weil der war ja schon nicht so einfach zu finden. Deswegen, es könnte schon geschenkter sein. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe auch, dass ein Rätselschrein sein wird. Weil die letzten beiden Schreine, die wir eben gemacht haben, waren halt beides Kraftproben. Es war schwieriger, aber trotzdem. Ich würde mich sehr über einen Rätselschrein freuen. Und das sieht nach Rätselschrein aus. Cool. Und zwar Schreckmoment. Okay, kommen jetzt Jumpscares oder wie? Dann gleich auf mich zu. Das hört sich interessant an auf jeden Fall. Na gut. So, da hinten... Sehe ich ein komisches Stachelrad. Ich meine natürlich, hier kann ich mit einer Fackel, ich habe meine Fackel auch dabei, kann ich natürlich das Feuer dann schon rüberbringen. Oder auch mit einem normalen Pfeil. Und das würde auch funktionieren, weil wie gesagt, ich will die Rätsel immer so lösen, als hätte ich keine Feuerwaffen dabei. Aber was man standardmäßig dabei haben sollte, sind Pfeile. Und zwar normale Pfeile wohlgemerkt. Mit normalen Pfeilen geht es. Nämlich so, oder indem ich halt durchschieße. Deswegen ist schon mal kein Ding. Okay. Achso, okay, ich muss hier einfach geschickt sein. Und... hier dann entlang laufen, wenn gar keine Stacheln zu sehen sind und so mir dann irgendwie einen Weg da durchbahnen. Okay, ziemlich coole Idee. Also, unten ist auch überall Lava. Geh mal kurz hier so entlang. Ja, nach links, ich meine, da links wäre jetzt ein Durchgang schon erschienen, aber nach links kann ich nicht wirklich gehen, weil sich das Ding eben andersrum dreht. Deswegen, ich sollte eher hier so entlang gehen. Ganz ruhig und ganz vorsichtig. Okay. So, der Schalter, was macht der? Ach du Scheiße. Ist das hier mit Schreckmoment gemeint? Dass da jetzt 1000 Gegner vor mir stehen, aber gut, das sind ja nur so Nano-Wächter, die können ja nicht viel. So, ich habe immer noch das Master-Schwert, oder? Genau. Die halten ja eh nicht viel aus. Ich bin sehr langsam hier, das ist natürlich ein Nachteil. In dem Wasser. Ich sollte am besten Pfeile benutzen gegen die oder halt irgendeine Fernattacke. So, aber ein Schlag mit dem Master-Schwert reicht sogar aus, das ist ziemlich cool. Oder Bomben, wie sieht es mit Bomben eigentlich aus gegen die? Zack. Eine Bombe reicht sogar auch aus, wow, das ist ja ziemlich cool. Nimm mal die Rollbombe am besten. So, und zack. Sehr schön, habe ich auch mal wieder die Rollbombe benutzt. Die benutze ich ansonsten nie, die Rollbombe. Ich benutze immer die eckigen, weil die ansonsten halt überall hinrollen. Aber hier in dem Fall waren die sogar jetzt tatsächlich gut zu gebrauchen, ne? Weil die dann eben nochmal halt etwas Weg gut machen konnte und dann halt leichter ich zu dem Typen hinkam. So, was ist jetzt hier der Witz? Naja, ich habe halt überall Wasser und damit kann ich halt dann nach oben kommen, ne? Also geht eigentlich noch bisher. Ich glaube, der Schrein heißt wirklich nur deswegen Schreckmoment, weil sich da eben die Tür öffnet und dann halt da 1000 Gegner, also 1000 ist ein bisschen übertrieben, 4 Gegner vor einem stehen. Aber so wirklich Schreck, 10 Bombenpfeile, cool. So wirklich schreckhaft muss man noch nicht sein, weil das sind nur so billige Nanowächter, die eh nicht wirklich viel können. Und wenn da jetzt so 4 Leunen vor mir gestanden wären, alle mit 2 Händen und auch noch silberne Leunen am besten, die wir noch gar nicht getroffen haben, dann hätte ich eher Angst gehabt, ehrlich gesagt. Hätte ich sogar sehr viel Angst gehabt, aber für so Nanowächter, die können nicht viel. So, da ist der nächste Schalter. Okay. Und da hinten sehe ich eine Wand mit Kisten. Bleibt es offen? Ja, schon. Oh mein Gott. Okay, da habe ich mich jetzt wirklich eher erschrocken. Da ist mir tatsächlich das Herz kurz in die Hose gerutscht, das stimmt. Das habe ich jetzt eher erschreckt. Ich habe zwar nicht viel Schaden genommen oder so, aber trotzdem wird da so eine riesige Eiselkugel, Stacheneiselkugel wohlgemerkt, so voll schnell auf einen zukommt, dann kann man da schon ein bisschen Schiss bekommen. Okay, also das hat jetzt dann... Ah, nee, ich will nicht wegwerfen. Dann, das heißt dann schon eher auf jeden Fall den Titel verdient Schreckmoment. Als diese Nanowächter da. Ziemlich cool auf jeden Fall. Okay, also immer hier aufpassen, wenn es so eine böse Wand hier im Weg ist, dann kann da aller möglicher Quatsch rauskommen. Und das sollte ich aufpassen auf jeden Fall. So, da ist eine Truhe. Die ist einfach metallisch, glaube ich, oder? Genau, also ist ziemlich einfach an die ranzukommen. So. Okay. Und dort finden wir einen antiken Reaktorkern, sehr gut. Waren das schon alle? Nächstes Weg gibt es sogar noch weitere. Okay. So, wieder mal geht dann hier gleich die Tür auf. Und hier ist ein Weg nach oben. Was kommt da jetzt auf mich zu? Das dachte ich mir schon. Geh mal kurz weg hier.
Boah, die hat sehr viel Fahrt aufgenommen noch zum Ende hin. Kommen da mehrere? Da kommen mehrere. Okay, dann machen wir kurz hier den Magneten. Oh Gott. Okay, und dann die jetzt ein bisschen als Schild benutzen. Um dann noch eventuell weitere abzuhalten. Aber eigentlich dürfen gar keine weiteren mehr kommen. Weil ich glaube, es ist ja so, dass immer nur eine von denen halt da ist. Und wenn ich halt die jetzt in Lava versinke, dann ist sie halt wirklich komplett weg. Ich komme ja nicht durch. Das ist ja fies. Dann ist sie ja wirklich komplett weg und dann kommt auch keine neue mehr. Kann ich mich hier so durchfriemeln an der vorbei? Ja, nicht so. Ja, irgendwie schon. Aber es war jetzt, glaube ich, nicht so ganz gewollt. Irgendwie. Vor allem, mir fehlt auch noch eine Truhe. Ich bin aber schon am Ende. Das kann jetzt irgendwie auch nicht sein. Verdammt. Hm, ist ja doof. Hier oben ist jetzt auch ein Gitter. Also eigentlich dürfte jetzt, wenn ich da gleich entlang renne, dürfte eigentlich gleich wieder eine kommen, oder nicht? Ja, da wartet schon die nächste nämlich. Genau, die wartet schon auf mich. Um ich dann gleich zu plätten. Ja, da kommt sie auch schon. Hilfe! Okay, ich muss kurz abhalten. Wie war das Rätsel eigentlich? Achso, so ist es eigentlich gedacht. Natürlich, nach oben halten und dann durch. Okay, alles klar. So, das ist auf jeden Fall das Rätselslösung hier. Für diesen Quatsch. Aber mir fehlt eine Truhe. Und das ist schlecht. Weil die will ich noch ganz gerne auf jeden Fall finden wollen. Ich muss deswegen nochmal kurz zurückgehen. Es tut mir leid. Aber ich will alle Truhen mitnehmen in den... Ah, hier ist noch was. Okay, in den Schreinen. Da ist noch was. Das sieht doch ganz gut aus. Mach kurz das hier weg. Zack. Ja, da ist sie. Die ist nicht metallisch, oder? Doch, ist sie. Okay, gut. Ansonsten hätte ich mir da jetzt irgendwas anderes einfallen lassen müssen. Ich wüsste auch nicht, wie das gegangen wäre, wenn die nicht metallisch wäre. Weil rüberfliegen schaffe ich nämlich nicht. Da komme ich zu tief. Und ich habe ansonsten auch keine andere Möglichkeit, weil ich kann da keine weiteren Plattformen machen. Weil diese Stachelkugeln, die taugen nicht gerade wirklich als Plattform, muss man zugeben. Deswegen, die musste eigentlich metallisch sein. Und hier ist ein Diamant noch. Schön. Und das waren nochmal alle. Gut. Dann können wir jetzt den Schrein abschließen und auch noch hier das Rätsel so machen, wie es gedacht ist. Ja, das war knapp. Nämlich hier so. Die nach oben halten und dann unten durchlaufen. Dann kann ich die noch hier ein bisschen mit mir mittragen und dann hier nach oben gehen. Und auch wenn wir jetzt mit dem Rücken zur Wand quasi, nicht zur Wand stehen, aber halt, halt mit dem Rücken zu diesem Punkt, wo die Stachelkugeln rausgelassen werden. Die können nicht rausgelassen werden, weil das haben wir schon gelernt in anderen Schreinen. Es ist wirklich so, dass erst neue wiederkommen, wenn die alte verschwunden ist. Wenn die halt wirklich hier in Lava versinkt oder sowas und dann eben quasi kaputt geht, gänzlich, dann werden erst neue kommen. Gut. Das war ein ziemlich cooler Schrein, finde ich. Der war zwar jetzt gar nicht unbedingt zu Rätsel... Lastig, ja, obwohl, ich meine eigentlich doch schon, vor allem zum Ende hin war er schon ein bisschen rätsellastig, weil es war halt vor allem deswegen ein sehr besonderer Schrein, weil es halt hier um diese Jumpscare-Momente eher ging, was ich eine ziemlich coole Idee finde, dass tatsächlich hier in einem Zelda-Spiel dann auch Jumpscares geben würde. Das waren natürlich keine richtigen, ist natürlich schon klar, aber trotzdem so in gewisser Art und Weise schon, weil da war so eine Wand, wo man nicht sehen konnte und plötzlich kam irgendeine Gefahr auf einen zu. Das ist quasi ein Jumpscare. Und deswegen fand ich das ehrlich gesagt ziemlich cool. Vor allem, weil es das Spiel auch wirklich geschafft hat, mich so ein bisschen zu erschrecken. Ich bin auch sehr schreckhaft bei sowas, muss ich zugeben. Aber dann eben, wo wir zum ersten Mal diese Eisenkugel gesehen haben, also bei den Nanowächtern, da wurde ich nicht erschreckt oder so. Bei der ersten Eisenkugel, da habe ich mich aber erschreckt, muss ich zugeben. Und deswegen, das Spiel hat es wirklich geschafft, dann da sein Ziel zu erreichen und mich da eben zu erschrecken, wie gesagt. Finde ich echt ganz cool. So, jetzt bin ich mir am besten, wenn ich schon hier jetzt einen Wahrpunkt wieder habe, auch wenn er natürlich ein bisschen eklig ist, weil ich dann hier wieder, dann wieder nach draußen erstmal gehen muss. Aber trotzdem, ich will jetzt ganz gerne... mich zurück nach oben warpen, und zwar hierhin. Da müssen wir dann auch, der ist ja auch in einer Hülle drin, dieser Schrein auch ganz fies. Da müssen wir jetzt dann gleich zwar wieder ein bisschen rausklettern, aber das ist trotzdem ganz gut, weil wir werden es dann eben gleich wieder auf diesem Bieder- und Schneefeld oben drauf landen. Und von dort aus, da können wir dann auf jeden Fall schön diesen einen Weg da nach unten dann eben entlang gehen, weil wir sind jetzt wieder relativ hoch gelegen dann gleich. Und da können wir eben diesen, wie gesagt, diesen ganzen Weg da nach unten fliegen, und das ist ja auch mein Ziel, dass wir diesen ganzen Weg nach unten fliegen und eben in einem einzelnen Flug da gleich halt alles mitnehmen können, was uns da so noch fehlt. Bevor wir aber diese Flugeinlage machen werden, will ich, glaube ich, noch ganz gerne hier noch so ein bisschen diese Ebene hier erkunden, weil da waren wir auch noch nie, meine ich. Und hier oben waren wir auch noch nie und hier bei dem Lager auch noch nie. Also das will ich noch zuerst machen, dass wir uns noch das hier westlich vom Bino und Schneefeld angucken. Und dann, wenn wir hier so oben angekommen sind, dann werde ich diesen Weg hier nach unten fliegen und mir dann noch Shooters Territorium und noch halt diese Quelle hier angucken. Und dann noch ein bisschen mehr vom Ukusee, nämlich noch halt diesen Steg hier und noch, auf der Insel war ich glaube ich schon, aber noch diese Insel und die Insel, die ich mir hier markiert habe, die will ich mir auch noch ansehen. Und danach können wir dann auf jeden Fall schon zum Turm hingehen. Und das dürfen wir beim nächsten Mal, ich bleib mal hier beim Schreiben verstehen. Und das dürfen wir beim nächsten Mal dann schon alles schaffen, würde ich sagen. Okay.
Also wie gesagt, ich würde eben sagen, Leute, das war's hier für diesen Part von Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Beim nächsten Mal können wir dann ziemlich sicher dann hier eben den halt ganz Nordwesten der Karte hier Hebra dann auch wirklich abschließen. Außer es kommen noch 1000 Millionen Sachen dazwischen, wenn halt hier auf dem Weg nach unten oder auch da unten noch wieder, vielleicht ist hier wieder ein Minispiel oder so, oder da unten ist dann wieder ein silberner Leune, vielleicht sogar diesmal wieder mit zwei Händen oder so, oder ich finde noch einen Schrein irgendwo, keine Ahnung, dann wird es noch ein bisschen hinausgezogen, aber ich glaube normalerweise, dass wir beim nächsten Mal eben relativ schnell das hier alles noch erkunden können dürften und dass wir dann auch noch halt hier zum Turm hinkommen dürfen. Weil ich werde dann ja wieder einfach, ach, hier ist sogar, achso, siehst mal, die Markierung ist wieder falsch. Ich habe hier wieder eine Markierung gemacht, weil ich dachte, dass hier wieder ein Schrein wäre, aber das war doch der Turm, das Rote. Stimmt's? Ich glaube schon. Habe ich hier wieder einen Fehler gemacht und wieder mal etwas verwechselt. Siehst du mal. Dann kommst du wieder weg, weil das ist nämlich, glaube ich, der Turm eben gewesen. Okay. Beim nächsten Mal auf jeden Fall werden wir dann den Turm, glaube ich, schon erreichen können, weil, ich meine, es gibt natürlich auch noch viel zu sehen, aber ich will dann wieder, wie ich das immer so tue, schnurstracks zum Turm hingehen und am besten alles andere komplett skippen, wenn ich das irgendwie schaffe. Vor allem, wir können es ja auch schon hier hinwarpen und dann haben wir ein bisschen kürzeren Weg. Also dürften wir, glaube ich, beim nächsten Mal schon schaffen, den Turm zu erreichen. Vielleicht auch doch nicht, aber normalerweise, wenn alles gut geht und nicht 1000 Sachen dazwischen kommen, was gut möglich ist, aber normalerweise dürften wir es schaffen können. Okay. Auf jeden Fall würde ich mich dann noch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.